Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Am letzten Wochenende hat Wil das grosse Jubiläumsfest der Hürlimann-Traktoren stattgefunden. Auf dem Programm gestanden ist auch der Weltrekord der grössten Traktorenzusammenkunft überhaupt. Es ist zu und her gegangen wie in einem Bienenhaus. Eine einmalige Sache, die auch wir uns nicht entgehen lassen haben. Take one fresh and tender kiss. So viele Traktoren auf einem Haufen, das hat noch niemand erlebt. Nonstop sind die verschiedensten Modelle eingefahren, es hat und hat nicht wollen aufhören. Im 15-Sekunden-Takt hat man die Fahrzeuge auf dem grossen Areal müssen unterbringen, um einem Verkehrskollaps entgehen zu können. Und wie man sieht, hat man zu allem auch noch auf ein schönes Bild Wert gelegt. Die grossen, neueren Modelle auf einer Seite, die Veteranen auf der anderen, die grünen dort, die roten hier. Ein unglaublicher Anblick, der eingeboten worden ist. Dementsprechend gross auch die Freude von Seiten der Organisation. Den Weltrekord, den haben wir geschafft. Es sind 1545 Traktoren, die wir zählen durften. Stark ausgewertet, sehr viel Arbeit gegeben, aber wir haben es geschafft. Das ist ein super Resultat, das wir erreicht haben. Wir sind wirklich stolz. Von überall her sind sie angereist. Egal wie weit der Weg auch war, das Treffen hat sich einfach niemand entgehen lassen. Das ist, die ersten sind gestern schon angereist. Jemanden habe ich morgen angetroffen, der den Grill vorgenommen hat. Am Morgen um 4. vor Sydney schon. Von Bern angereist, Nacht durchgefahren. Es ist gestern jemand am 11. schon angereist, vom Tessin nur. Wir sind heute vom Wattland gekommen und jetzt übernachten sie dann. Und als machen sie Ferien. Es ist Wahnsinn, es ist super. Dass die jungen Burschen ein Schläfchen brauchen, ist zu begreifen. Sie kommen von Bern und sind sage und schreibe 10 Stunden unterwegs gewesen. Da ist es verständlich, dass das auch dementsprechend gefeiert worden ist. Nein, wir sind einfach Sterne, voll. Die Stimmung auf dem Platz war einmalig. Man hat fast den Eindruck gehabt, dass an diesem Tag eine grosse Familie zusammengekommen ist. Das ist etwas, was nie da ist, was vielleicht auch nie mehr wird geben, oder? Wenn man das anschaut, da hat es eine irrsinnig schöne Sache. Was alles nicht mehr zu tun hat, hat man so einen zugetan. Hallo? Das ist noch Material. Das ist noch richtige Nostalgie. Einen schönen Mann können Sie schon filmen. Ja, ich bin total überwältigt. Ich habe nie gedacht, dass es überhaupt so viele Traktoren hat, oder? Als Ehrenmitglied auf dem Platz war auch der Hans Hürlimann, der Sohn des Traktorenpionier. Er, der mit diesen Traktoren gross geworden ist und schon als kleiner Knopf die Arbeit vom Papi mitverfolgt hat, ist vom grossen Ansturm überwältigt. Also, wenn ich da zum Schluss in die Runde schaue, muss ich schon noch mal sagen, es ist überwältigend, was da alles aufgefahren ist. Und das Herzblut, das unserer Kundschaft steckt, der Zusammenhalt, ist einfach überwältigend, wie Hürlimann in der Schweizer Landwirtschaft heute noch verwurzelt ist. One man, one wife, one love, true life, man, sweet heart made of this, man.